herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze hier schon auf einem wunderschönen Stückchen Buche. Ist zwar nicht so lang, aber dafür relativ dick. Und um das soll es heute im Video mal gehen. Weil daraus will ich Bretter sägen. Weil der hier hinter so einem Polter liegt und das ein bisschen blöd ist, ziehe ich den zuerst mal raus. So, jetzt habe ich den Stamm mal rausgezogen und gleich ein bisschen zugesägt und dann will ich jetzt noch mal kurz was zu dem Sägewerk sagen. Das Sägewerk ist aber nicht das, wo ich vor längerer Zeit mal gebaut habe, sondern das ist ein anderes und zwar ist das eins aus der Schweiz und zwar, da geht es der Thomas Wampfler, der tut da Sägewerke bauen, also Motorsägewerke in unterschiedlichen Längen, also einmal hier das ganz kleine, das ist für Schwerter bis 90 cm und dann gibt es aber auch noch größere. Ich habe hier das jetzt bis 90 cm und das Gute daran ist halt, das ist hier mit so Aluprofilen und deswegen kann man hier das Ganze in der Länge verstellen. Das heißt, ich kann da auch mit meinem 70er Schwert sägen oder rein theoretisch sogar mit einem 40er oder 50er Schwert. Das ist natürlich schon praktisch. Ein weiterer Vorteil bei dem Sägewerk ist, dass man hier so eine Seilwinde hat, weil das erspart einem doch ganz schön viel Arbeit, was man da beim Drücken hat, weil ich habe ja meins einfach so ganz einfach gebaut, ohne Seilwinde und allein hat man das fast nicht verdrücken können. Wenn das dann auf 50 cm schneidet, geht nicht so entspannt. Aber hier mit so einer Seilwinde ist das eine super Sache. Und das hängt man dann hier einfach am Ende vom Stamm ein und dann kann man da das Sägewerk so hin und her ziehen. Aber ich würde mal sagen, lang genug geredet, jetzt geht's endlich los. So, jetzt haben wir kurz Mittag gegessen, waren daheim. Es gab Hennafies, die waren gut. Und jetzt sind wir wieder im Wald. Ich habe hier auch meine Leiter drauf geschraubt, weil so ein Motorsägewerk basiert ja darauf, dass es eine Fläche abfährt und dann in einem definierten Abstand darunter einen Schnitt macht, um es mal so zu sagen. Und weil das hier ja nicht gerade und nicht schön ist, schraubt man da eine Leiter oder irgendwas anderes Grades drauf und da kann ich jetzt das mit dem Motorsägewerk drauf und dann da einmal drüber sägen. Und dann habe ich eine ziemlich gerade Kante. Der erste Schnitt ist mal durch
ist eigentlich auch ganz gut gegangen. Aber man merkt schon, dass wenn die Säge auf 40, 45 cm so im Sturmholz schneidet, da muss sie dann schon mehr schaffen, wie wenn man jetzt bei so einem dünnen Fichtenstämmle, wo vielleicht bloß 25 hat, da durchgeht. Aber ist ja auch okay, wenn man dafür dann auch richtig tolle breite Bohlen hat. Und dann klappen wir das Ganze mal auf. Aha. Man muss doch sagen, das sieht nicht ganz schlecht aus. So eine Seilwinde da dran ist, weil am Anfang konnte ich ja hier mit der Seilwinde, da ist ganz entspannt gegangen, und das letzte Stück muss man dann ja von Hand drucken, und da muss man schon ganz schön drücken. Also es geht auch, aber mit Seilwinde ist doch deutlich komfortabler, und man muss doch sagen, das gibt schöne Bohlen, und zwar auch richtig dicke. Also die werden jetzt 8 cm dick, natürlich, weil man muss die nachher auch noch abhobeln oder abfräsen, und da geht dann ja auch immer noch ein bisschen Dicke verloren, weil das verzieht sich ja wahrscheinlich schon ganz schön, so ein astiges Holz. Aber deswegen mache ich es jetzt einfach ein bisschen dicker, und dann kann man daraus mal tolle Sachen machen. Thank you.
die ganzen Bohlen fertig. Die sind richtig cool geworden, also schön dick und gleichmäßig, sind auch schön gerade. Hat wunderbar funktioniert hier auch mit der Seilwinde. Muss man viel weniger drücken, weil wo ich da mit meinem den Ulmstamm zersägt habe, das hat man dann am nächsten Tag schon gemerkt, weil dann die ganze Zeit so dahin. Und das war jetzt so auf jeden Fall viel entspannter. Also empfehlenswert das Ding. Das Ganze hat jetzt 3 Tankfüllungen benötigt. Also in einen Tank passen 750 ml rein. Kostet, wenn man Aspen nimmt, ungefähr 3 Euro eine Tankfüllung. Plus dann natürlich noch Öl. Aber ich würde mal sagen, dafür, dass man dann solche schönen Bohlen hat, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe mir auch eine Längsschnittkette gekauft. Das ist auch jetzt noch ein ganzes Stück besser gegangen. Meine ich, ganz genau weiß ich es nicht. Man könnte auch noch mal einen genauen Vergleichstest machen zwischen einer Längsschnittkette und einer normalen. Aber ich würde mal sagen, hat super funktioniert. Wer Interesse an so einem Sägewerk hat, ich packe euch mal die E-Mail-Adresse vom Thomas Wampfler in die Videobeschreibung und dann könnt ihr dem mal schreiben, wenn ihr Interesse an so einem habt. Also bis dann, bis zum nächsten Mal.